Ach komm schon, Demokratie kommt an erster Stelle und danach Information, denn man benötigt die Demokratie, um sich auszutauschen und Sachen im Internet zu veröffentlichen. Komm, Minela, red nicht so einen Schmarrn. Umwelt ist wichtiger, weil wenn die Umwelt nicht im Reinen ist, müssen die Menschen verhungern. Wenn du meinst. Also Ernährung ist ja das Wichtigste, denn ohne Ernährung würde es Kriege geben und Kriege sind scheiße. Informationen sind wichtig, denn dadurch würde das mit der Demokratie nämlich überhaupt nicht funktionieren. Wie soll man sich denn informieren? Ja, aber die Energie braucht man, um Ernährung herzustellen. Denn Energie ist wichtig für die Maschinen. Ohne Energie funktionieren die Maschinen nicht. Energie kommt an erster Stelle. Finde ich jetzt nicht. Ohne die Wirtschaft, wenn die Wirtschaft zusammenbrechen würde, würde ohne Geld gar keine Energie geben. Ich finde, Informationen sind das Wichtigste und das werde ich euch auch beweisen. Ja, ob Informationen die Welt retten können, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Information per se ist nicht gut oder schlecht, sondern es kommt sehr auf die Art der Information an. Wenn ich vielfältige Informationen habe, wenn ich Informationen, die Toleranz fördert und nicht Konflikt, dann kann auch Information zum Weltfrieden beitragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann Information auch das genaue Gegenteil hervorrufen. Also wir haben jetzt erstmal generell auf die ganze Welt bezogen, die Probleme einfach mal, die in der Welt so sind, aufgeschrieben. Also es geht von Umweltverschmutzung bis zu den Konflikten mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Und danach haben wir uns eben überlegt, was man mit Hilfe von Informationen da Lösungen finden kann. Da haben wir jetzt beispielsweise beim Glauben haben wir gedacht, dass wir Webseiten entwickeln könnten oder eben erforschen, in denen Menschen von ihrem Glauben erzählen können und somit anderen ein Bild dazu verschaffen. Nein, Demokratie rettet die Welt und das werde ich euch jetzt zeigen. Demokratie kann die Welt retten, indem sie bewirkt, dass sich die Staaten weniger, dass Staaten weniger zwischeneinander Krieg führen und indem sie in den Staaten bewirkt, dass sich die individuellen Entwicklungschancen und Ressourcen gleichmäßiger verteilen. Also wir haben uns über die Probleme in zum Beispiel Entwicklungsländern beschäftigt mit denen und wie zum Beispiel, dass halt die Steuern halt sehr ungleich verteilt werden und dass halt egal, ob die zum Beispiel Bauern wenig verdienen oder viel, halt das halt ja eigentlich ungerecht sozusagen für die ist. Und ja, und dann haben wir uns halt damit beschäftigt, ein bisschen darüber diskutiert, Lösungswege gefunden, wie man das ändern kann. Ich bleibe dabei. Umweltschutz rettet die Welt. Da gibt es die Möglichkeit, dass wir eben hier in Deutschland eine Vorreiterrolle spielen können, dahingehend Energie effizient zu nutzen oder solche Dinge zu tun. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, eben Anreize zu schaffen, sowohl hier als auch dann mit Auswirkungen für die ganze Welt, sich so zu verhalten, dass eben Ressourcen nachhaltig genutzt werden können. Ein Antrag darüber, dass viele Bäume vom Aussterben bedroht sind und dass man unbedingt nachforschen sollte, unter welchen Bedingungen diese Bäume wachsen und diese Bäume gedeihen können. Und darum sollte man auch dringend danach forschen. Alles Käse für die Ernährung muss am meisten getan werden. Ja, wenn es ausreichend Ernährung gibt, sofern wir das schaffen, die Herausforderung angehen können, gibt es einen Grund weniger, warum Leute Konflikte führen. Wenn man 10 Kalorien in ein Tier investiert und es dann abschlachtet und es auf dem Teller liegt, dann haben wir nur noch 1 Kalorien davon. So genau. Sieht's aus. Und wenn wir jetzt nicht mehr so viele Tiere hätten und die ganze Zucht einstellen würden oder weniger machen würden, hätten wir Menschen mehr Grundnahrungsmittel für uns zum Essen. Und ich glaube fest daran, dass Frieden die Welt retten wird. Wir hätten was gewonnen, wenn viele der Konflikte, die wir haben, in der Tat friedfertiger ausgehen. Über diese Wege unsere Konflikte austragen und nicht über Waffengewalt, sondern über das Wort erstmal.
dann kann Frieden die Welt retten quasi. Also wir haben uns jetzt so auf zwei Themen spezialisiert. Also einmal Kindersoldaten, weil das finden wir ein sehr wichtiges Thema. Und das Zweite, es geht darum, um die Demokratisierung, also zum Helfen, andere Länder zu demokratisieren. Und das fanden wir auch sehr wichtig, da es ja nicht viele Länder gibt, die eine Demokratie haben und ob die eigentlich sehr wichtig ist, weil ohne eine Demokratie kann man keinen dauerhaften Frieden erzielen. Halt, die Energie wird die Welt retten. Also ganz wichtig ist, dass man die Energie da bereitstellt, wo die Energie auch gebraucht wird. Es ist zum Beispiel nicht sinnvoll, in der Wüste große Energie herzustellen, sondern da, wo die Menschen sind, wo die Fabriken sind, wo die Leute wohnen. Und da muss ich auch da, wo die Leute wohnen, die Energie bereitstellen, die da sinnvoll ist. Also wenn ich viel Sonnenschein habe, kann ich Solarenergie nutzen. Wenn ich viel Wind habe, kann ich Windenergie nutzen. Da selbst haben wir auch zahlreiche neue Erfindungen uns eigentlich überlegt und da solche Sachen gesehen, entwickelt, wie zum Beispiel die Autobahnwindräder oder die Druckplatten auf den Autobahnen. Dann haben wir noch herausgefunden, dass in manchen anderen Ländern durch die Energiegewinnung die Bürger sehr stark ausgebeutet werden, was wir nicht so gut finden, dass man dann eher auf andere Mittel zugreifen soll und dass eben nicht mehr Produkte verwendet werden zur Energiegewinnung, die man auch verwenden kann als Nahrungsmittel. Moment mal, Wirtschaft ist das Wichtigste. Also Welt retten ist sozusagen nicht die Kernaufgabe oder ja, es ist nicht das, was wir von der Wirtschaft erwarten sollen, was auch immer das ist, die Wirtschaft, also die Unternehmen oder ich glaube, es ist wirklich eher, dass wir uns als Bürger engagieren müssen, falls wir Veränderungen wollen oder wenn wir das Gefühl haben, da muss irgendwie etwas gerettet werden. Ja. Also ich denke halt, Wirtschaft ist halt schon sehr wichtig, weil du mit wirtschaftlichen Sachen kannst du halt einfach auch der Welt helfen, weil da geht es halt auch um Geld und zum Beispiel bevor du jetzt mit irgendwie, du musst ja zum Beispiel jetzt irgendwelche Projekte finanzieren, jetzt auch wenn es zum Beispiel um die Umwelt geht. Ich selber allein kann die Welt nicht retten, bin nicht James Bond, aber ich kann mich dafür einsetzen, dass all die Welt gefährden, das ist vor allem menschengemacht, damit aufhören und dass wir gemeinsam überlegen, wie es gelingt, unsere Welt, unsere Gesellschaft in eine bessere Zukunft zu führen. Das ist das, was wir hier im Bayerischen Landtag auch tagtäglich tun. Das ist unser Ziel und da müssen wir alle als Demokraten, die gesamte Gesellschaft mit dran arbeiten. Man muss im Kleinen anfangen und wenn viele einen kleinen Beitrag machen, dann kann sich in dieser Welt was ändern. Die Welt können nur die Menschen auf der Welt retten. Ich glaube nicht, dass es die Wissenschaft und die Technik schafft, sondern ich glaube nur, wenn alle Menschen sich engagieren für eine bessere Welt, für eine bessere Zukunft für ihre Kinder, wenn sie sich überlegen, was macht ein gutes Leben aus? Ist es immer mehr zu haben, immer weiter zu reisen, immer mehr zu verbrauchen? Oder geht es nicht um Lebensqualität? Geht es um Frieden? Geht es um die Erhaltung der Lebensgrundlagen? Also die Welt können nur die Menschen auf der Welt retten. In den letzten 3 Tagen haben die Schüler 14 Anträge erarbeitet. Am letzten Tag kommen alle Schüler zur großen Schlussabstimmung zusammen. Sie diskutieren über die Anträge und stimmen darüber ab. Wir hören da jetzt mal rein. Viel Spaß. Dann kommen wir jetzt zu Top 2.2, ein Antrag vom Team Umwelt zum Thema, die Erde hat Fehler. Hier steht, die Länder dieser Erde müssen zusammenarbeiten. Da ist es noch nicht ganz klar, wie man die alle zum Zusammenarbeiten zwingen will. Also wir vom Team Wirtschaft, wir sind auch dafür, nehmen den Antrag an, weil die Umwelt geht uns alle was an und wir brauchen die Umwelt alle, weil sonst geht eigentlich nichts mehr. Wer dem Antrag in dieser so geänderten Fassung zustimmen will, den bitte ich jetzt um seine Zeit. So viele Themen. Wie sollen wir die Welt retten? Und jetzt seid ihr dran.